Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Deathwatch, erste Gründung, ein weiterer Quellenband für das Warhammer 40k Rollenspiel von Ulysses. Viel Spaß! Ich habe euch einfach mal das Inhaltsverzeichnis aufgemacht, um gemeinsam mit euch durchzugehen, worum es in diesem Buch gehen soll. Es sind 6 Kapitel, die mal mehr, mal weniger spannend sind. Ihr kennt das ja schon so ein bisschen von mir. Wir beginnen aber mal mit Kapitel 1, Ehrt den Orden. Wir reden in diesem Kapitel über die anderen 4 Orden, die es zwar auch schon seit immer und ewig gibt, beziehungsweise seit der Gründung der Primarchen. Allerdings wurden die in dem Grundregelwerk zu Deathwatch noch nicht erklärt. Da gab es die anderen 5, die wir uns dann in einem zweiten Kapitel noch einmal ansehen wollen. Der Beitrag der Orden könnt ihr dann auf der linken Seite noch einmal sehen. Aber hier wollen wir noch einmal über die Iron Hand sprechen, die Raven Guard, die Salamanders und die White Scars. Ich glaube, es macht an dieser Stelle nicht so sehr viel Sinn, auf die einzelnen Orden, auf die einzelnen Spezifika einzugehen. Welche Strukturen haben sie denn aufgewiesen oder welche Besonderheiten haben sie? Das alles wäre, glaube ich, in einem eigenen Ordenskapitel noch einmal relevant, wenn man dann über die Iron Hands im Besonderen spricht oder ganz generell über die Space Marines. Das wäre dann, glaube ich, etwas ganz Besonderes für einen weiteren Podcast, den ich dann mit Saishiroa aufnehmen könnte, wo wir uns dann über diese Orden noch einmal austauschen. Ganz kurz werde ich allerdings doch noch ein bisschen über die einzelnen Orden sprechen und warum sollte ich dann eine Iron Hand spielen, was ist so besonders cool an denen oder warum sind sie besonders wahnsinnig und ich sollte sie nicht spielen, warum wäre das eben nichts für mich. Mehr Informationen könnt ihr natürlich dann auch noch mal in der Wiki dann dazu erfragen, das ist natürlich auch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Oder ihr schaut dann noch mal in den dazu folgenden Podcast rein, wenn wir dann über die Deathwatch sprechen, beziehungsweise die Orden der Space Marines. Ja, die Iron Hands. Sie kommen von dem finsteren und verpesteten Planeten Medusa. Sie wurden von ihrem Primarchen Ferus Magnus ins Leben gerufen. Und sie werden von dem Credo, das Fleisch ist schwach, so ein bisschen vereinnahmt. Also genauso wie die Tech Marines, beziehungsweise der Ordo Mechanicus. Glauben sie auch daran, dass man sich austauschen lassen könnte und ja, dazu dann auch dieser Initiationsritus, dem sie nachgehen, warum sie dann auch Iron Hands heißen. Wenn sie aufgenommen werden und vollwertige Brüder werden, dann tauchen sie ihre Hand in einen Vulkan, der dann auf dieser finsteren Welt Medusa dann von einem hohen Berg herunterfließt. Man kann sich natürlich die Hand auch abschlagen, aber ganz besonders schön ist es, wenn man eben seine lebendige Hand dort in diesen Vulkan, in die Lava hineinstreckt und dann das Ganze weggebrannt wird. Die Hand wird dann hochwertig durch eine mechanische Hand ersetzt und deswegen nennt sich dieser Orden die Iron Hand. Sie sind geprägt von Hass gegen Xenos-Kreaturen und noch mehr als ihre Brüder, wenn man so sagen mag. Also sie in ihnen wohnt das innere Feuer und ja, sie sind ziemlich besonders, möchte man meinen. Sie sind sehr stur, vielleicht so ein bisschen zwergenhaft, könnte man fast sagen. Und eben hervorragend für einen Space Marine, der in die Tech-Schiene gehen möchte und der Xenos hasst. Es wird so ein bisschen über die Kampfdoktrin gesprochen, über die Vorgeschichte. Wie kommt es dann dazu, dass ich mich jetzt im Orden angeschlossen habe, beziehungsweise dass ich mich der Deathwatch angeschlossen habe? Oder ganz generell, wie lief die Geschichte meines Ordens ab? Das werdet ihr dann nicht nur für die Iron Hands hier finden, sondern eben auch für alle anderen Orden, damit man so ein ganz grobes Bild hat, wie das damals ablief, wie hat der Imperator dann die einzelnen Primarchen getroffen und wie wurden die Legionen dann ins Leben gerufen. Ja, auch so die Teamfähigkeiten, die dann auch besprochen werden. Man wählt ja vor der Rekrutierung, beziehungsweise bevor dann ein Einsatz der Deathwatch losgeht, wählt man ja einen ersten oberen Anführer, der einen dann leitet und dann können ja auch die einzelnen Fähigkeiten bestimmt werden, die dann sich auf die Ordensmitglieder auswirken, beziehungsweise nicht auswirken, denn je höher ich aufsteige, desto älter ich werde, desto verbohrter möchte ich vielleicht auch sein und desto weniger profitiere ich dann eben auch von anderen Leuten, die mir nicht sagen, wo es lang geht. Denn gerade wenn ich ja beispielsweise ein Space Wolf bin, möchte ich mir von einem Dark Angel nicht sagen lassen. Wie da die einzelnen Verquickungen sind, das müsste man natürlich nochmal in einem einzelnen Video besprechen, wenn ihr das noch nicht wisst. Aber die einzelnen Brüder,
sind zwar Brüder im Geist, aber sie haben trotzdem innere Konflikte, die sie quälen, die sie vorantreiben. Und das macht das Spielen in einer Deathwatch-Einheit so sehr lustig, so sehr schön. Und da gerät dann der Kampf so ein bisschen in den Hintergrund, wenn sich die Brüder dann miteinander streiten. Natürlich nicht vor Menschen, die bekommt das nicht mit, aber wenn sie dann alleine sind und jeder die eigene Philosophie dann in den Ring schmeißen möchte, wie jetzt eine Aufgabe gelöst wird, dann entfesselt das doch hier seinen ganz eigenen Reiz. Die Raven Guard. Ja, ich finde, die Raven Guard ist ein Beispiel für einen Orden, der nicht wirklich viel Sinn macht zu spielen. Der Anführer Kurax, der Primarch, der seine Brüder dann hier ja mit ins Leben gerufen hat, hatte schwere Verluste, gerade im 30. Jahrtausend, als dann seine Brüder nach und nach gestorben sind. Und das hat so ein bisschen dann auch die Taktik verändert, wie er und seine Ordenskameraden dann in den Krieg ziehen. Sie sind schattenhafte Assassinen. Sie brüten viel mit sich selbst und sprechen nur dann, wenn sie sehr lange über eine Situation nachgedacht haben. Und das mag vielleicht ganz cool klingen, aber ich glaube, für ein Rollenspiel mag das nicht das ganz Richtige sein, denn sie sind gerne auch alleine in Einsätzen, lassen sich von ihren Brüdern nichts sagen oder sind dann eben so lange schweigend, bis sie die perfekte Situation ja, analysiert haben, die dann umsetzen wollen. Und wenn ihre Brüder dann eben nicht mit dabei sind, dann haben sie ein großes Problem damit. Also, das ist vielleicht für eine Solo-Mission mag das ganz lustig sein, aber ein Raven Guard in der Deathwatch spielen ist in meinen Augen nicht so sinnvoll. Wenn ihr das anders seht und wenn ihr euch mit diesem Orden auskennt, dann schreibt mir gerne mal bitte einen Kommentar, wie das dann umgesetzt werden soll. Aber ja, das Problem ist einfach, Korax, der Primarch, ist auf dem Istvan 5 Attentat, da hat er seine Brüder reingeschickt, hatte unglaublich große Verluste und nur noch ganz, ganz wenige seiner Legionen und musste dann langsam schmerzvoll nachgezüchtet werden. Sie sehen alle sehr bleich aus, fast wie, ja, vielleicht ein bisschen vampirhaft, möchte man meinen. Also sehr, sehr helle Haut, dunkle, schwarze Augen und sind einfach mysteriös. So kann man sie, glaube ich, zusammenfassen. Und damit ist auch fast schon alles über die Raven Guard gesagt. Also Assassinen, die gerne ihr eigenes Ding machen. Die Salamanders in die Feuer der Schlacht, auf den Amboss des Krieges. Die Salamanders sind allesamt in Grün gewandet, eine grüne Rüstung, die sie tragen. Sie haben eine sehr dunkle Hautfarbe. Das rührt einfach von ihrem Planeten her, den sie gewählt haben, beziehungsweise von dem sie stammen. Im Gegensatz zu den Iron Hands, wo der Planet durch ja, Asche, Rauch geschwängert ist oder so, ist es bei den Salamanders einfach sehr heiß, möchte man meinen. Also da gibt es eben noch mehr Planeten. Es gibt nur wenige Städte. Nur sieben große Siedlungen und allesamt verstehen sie sich eben auf das Handwerk. Die Iron Hands benutzen diese Techniken ganz gerne und die Salamanders stellen sie dann her. Sie sind, wie gesagt, meisterhafte Schmiede und ganz besonders interessant finde ich die Hintergrundgeschichte des Primarchen. Der Name des Primarchen ist Programm, also wenn man dann an die Welt Nocturne denkt, dann denkt man an Vulkan und dementsprechend heißt auch der Primarch Vulkan. Es ging um einen Wettstreit und den finde ich tatsächlich ganz schön, denn sie haben mehrere Tage lang gegeneinander gekämpft, haben sich gemessen mit ihren Fähigkeiten und es begab sich dann dazu, dass der Primarch Vulkan eine riesige Bestie gefangen hat, nicht nur getötet, sondern eben auch lebend gefangen und er schleppte sie dann einen riesigen Vulkan hinunter. Allerdings gab dann der Boden nach und Lava brach unter ihm hervor, sodass er dann herunterhing, hatte dann seine Bestie noch am Schwanz gepackt und seine Kräfte gaben dann auch so ein bisschen nach, hat sich natürlich dann tagelang mit dem Imperator duelliert und dann hatte er auch selbst so ein bisschen die Gefahr, dass er dann hinunterfiel. Allerdings kam dann dieser Imperator, der Fremde damals noch, kam dann zu ihm, hatte eine noch größere Bestie bei sich und warf diese dann nach unten in den Vulkan, sodass dann Vulkan auf den Rücken dieser Bestie klettern konnte, die dann eine Brücke bildete. Ihr könnt das dann auf der rechten Seite selber auch nachlesen. Das ist zumindest eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und Vulkan schloss sich daraufhin dann eben auch dem Imperator an, ganz ohne zu zweifeln, und wurde daraufhin dann einer der Anführer der 20 bzw. der 18 Legionen, bekam seine Salamanders
und zog in den Krieg. Wie gesagt, es sind hervorragende Handwerker, die dann die Materialien herstellen oder schmieden, die dann später die Iron Hands oder andere Kameraden, andere Space Marines dann benutzen. Einer meiner Lieblingsorden. Die White Scars, ja, wie kann man sie zusammenfassen? Ihr könnt sie dann auch schon an dem Bild erkennen. Das sind eigentlich sowas wie Mongolen, die dann auf ihren, diesmal sind es keine Pferde, sondern dieses Mal sind es dann, ja, Bikes. Also so ein bisschen Rocker-Mongolen, so kann man sie eigentlich zusammenfassen. Die wilden Söhne von Chogoris. Wenn du uns sehen kannst, sind wir wirklich gefährlich. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Gefahr, der du gegenüberstehst, wenn du uns nicht sehen und nur unser Gelächter hören kannst. Ja, grimmig, sie sind einfach die Nomaden, die Wilden, die dann mit Blitzangriffen auf ihren Bikes anfahren. Natürlich kann man dann später auch noch Pferde oder sowas benutzen, das kommt immer so ein bisschen darauf an, auf welchem Planeten man spielt, aber eigentlich gehören dann die Bikes zu ihnen, diese Hoverbikes, mit denen man dann auf dem Planeten umherfährt. Und dann, ja, diese Wildheit unterstreichen kann, dann natürlich auch schön mit Nahkampf spielen. Das sind die White Scars. Wir werden natürlich jetzt auch im neuen Kanon, im 42. Jahrtausend, werden die auch aktuell sehr gepusht. Zusätzlich mit den Ultramarines und den ganz generell Primaris Orden, aber die White Scars sind auch wohl gerade sehr beliebt, zumindest bei Games Workshop. Ich weiß selber nicht genau, warum man die spielen sollte. Ich kann mit denen wenig anfangen. Ich finde diese langen Bärte, die dann so runterfängen, finde ich ein bisschen albern, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder hat natürlich so seine Lieblinge. Die White Scars gehören nicht dazu, vor allem, weil ich auch in dieser Welt nicht so ein Freund von Bikes bin, von Motorrädern. Da fahre ich dann lieber mit Panzern oder sowas umher oder laufe dann eben die Strecke, aber ich kann, wie gesagt, mit den White Scars nicht so viel anfangen. Sie sind einfach Mongolen 40k. Ja, damit haben wir die anderen vier Orden abgefrühstückt, die uns noch fehlten. Wie gesagt, im Grundregelwerk findet man noch die anderen, die Blood Angel, die Dark Angel, die Imperial Fists und die Space Wolves, die Ultramarines. Wer den Beitrag von mir noch einmal sehen möchte, dem verlinke ich oben noch einmal den Beitrag, die Rezension von mir zu dem Grundregelwerk. Da bin ich auch noch ein bisschen auf die fünf anderen Orden eingegangen. In dem Fall mag ich die Imperial Fists eigentlich ganz gerne, das sind die Belagerer. Und auch die Dark Angel, die finde ich auch ganz cool. Das sind dann so ein bisschen die Ordensritter, die Ordenskrieger, die dann mit Schwert und Gerechtigkeit jeden Xenos, jeden Heretiker auslöschen. Aber ja, hier wird noch so ein bisschen was zu speziellen Einheiten gesagt. Also irgendwelche Runenpropheten von den Space Wolves, die dann irgendwelche Wolfsfälle übrig haben oder so. Oder ja, die Blood Angel, die dann irgendwelche Vampirpriester haben, die dann das Blut auffangen in irgendwelchen Kelchen. Wer hier zu dem Beitrag der Orden, wer wissen möchte, der kann natürlich nochmal in das Buch reinschauen. Vor allem, wenn ihr dann eben diese fünf Orden werde ausbauen wollt, da steht noch ein bisschen mehr Fluff drin als dann eben auch im Grundregelwerk, weil das hier eben vor allem ein sehr fluffiges Buch ist. Hier stehen dann nicht so viele Regeln drin, aber eben auch so ein bisschen Crunch, der dann diesen Fluff ausformuliert. Also damit man dann eben seine Ordensbrüder besser spielen kann, besser darstellen kann und auch so ein bisschen Tiefe dann in den Charakter einbringen kann. Ich finde, es lohnt sich, völlig egal, welchen ihr von diesen neuen Orden spielt, das ist eigentlich so die perfekte Ergänzung. Wenn ihr einen der ersten Gründungsorden spielen wollt oder natürlich auch eben, wenn ihr die zweite oder dritte Gründung dann benutzt und dann ja mal so wissen wollt, wie dann so die Vaterorden aussehen. Ne? Beispielsweise ihr spielt dann einen White Consul, die entstammen dann ja den Ultramarines und die greifen natürlich auch viel auf die Taktiken der Ultramarines zurück, selbst wenn man eben ein White Consul ist, der dann sehr, sehr menschennah ist, der sehr viel Charisma hat und der sich dann eben auch mit den Menschen unterhält. Ja, trotzdem kann man da dann die Kapitel zu den Ultramarines lesen. Wer noch mehr Fluff haben möchte, der müsste dann in die Kodizes blicken, die Kodizes von Games Workshop, die dann dem Tabletop-System entstammen. Da steht dann also auch noch ein bisschen mehr drin. Oder eben die anderen Bücher, die dann nach und nach für vielleicht Wrath and Glory erscheinen. Aber man wird schon seine Informationen finden. Ich verlinke auch immer noch mal die Wikipedia, die dann eben weiterhilft, in den Kommentaren beziehungsweise dann in der Beschreibung des Videos, also auch da werdet ihr dann viele hilfreiche Informationen finden.
Ja, ich glaube, das war eins meiner Lieblingskapitel, die ich dann gelesen habe, beziehungsweise auf die ich mich dann sehr gefreut habe und wo ich viel gelernt habe. Ich war tatsächlich immer der Meinung, dass da so ein Schleier der Unwissenheit über mir liegt. Ich wusste immer nicht genau, was ich mit denen anfangen kann, wer wie, warum gefallen ist, und das wird hier erklären. Es waren ja mal 20 Marines, beziehungsweise 20, ja, Primarchen, zwei davon wissen wir gar nichts, was da passiert ist. Da kann man quasi seinen eigenen Orden bauen. Die werden auch im Nebel verschwunden bleiben. Da kann man quasi eine Verräterlegion aufbauen und einen Loyalistenorden. Wenn man da irgendwie Interesse dran hat, kann man da eben seine eigenen Farben dann dran schmieren, eigene Primarchen erschaffen und eben auch definieren, was mit denen geschehen ist oder auch was nicht mit denen geschehen ist. Alpha Legion, beziehungsweise wir gehen runter bis zu den Iron Warriors, geht dann um die Primarchen, die dann gefallen sind in der Horus-Heresie im 30. im 31. Millennium, und auch warum sie gefallen sind. Warum haben sie sich von ihren Brüdern abgewandt? Es sind dann eben 9 gegen 9, das ist also in Anführungsstrichen fair. Und hier wird dann eben zusammen mit einigen Bildern zu ihnen erzählt, warum sie böse sind. Ja, die Alpha Legion mit Alpha und Omega. Eigentlich sind das zwei Primarchen, beziehungsweise zwei Körper, ein Primarch, so müsste man eigentlich sagen. Zwei Zwillingsbrüder, die dann in einer Kapsel waren, die durch ein Seelenband verbunden sind. Der eine von beiden ist gestorben, der andere hat sich dann als der andere ausgegeben. Sie haben also sehr intrigant gekämpft und sind dann mehrfach ihren Brüdern in den Rücken gefallen. Und das machen sie bis zum heutigen Tage. Sie kämpfen einfach sehr, sehr unfair. Unglaublich aggressiv, ekelhaft in den Rücken gefallen. Das ist so ein bisschen die Alpha Legion. Wir machen gleich weiter mit den Emperor's Children, die dann ja von Fulgrim geführt werden, der Slaanesh dann anheimgefallen ist. Die sehr, sehr gute Schwertkämpfer sind, sehr, sehr gute Nahkämpfer, die Kunst des Krieges feiern und dann so ein bisschen dann verdreht haben. Also es geht dann nicht wirklich um den Sieg oder um die Eroberung, sondern darum, wie man diese Schlacht gewinnt, wie man diesen Kampf gewinnt, dass man ja den Schlachtzug zu einer Kunst erklärt. Also es ist wirklich pervertiert. Nicht wie bei Khorne beispielsweise, der ja auch gerne kämpft, aber der dann vor allem um Blutvergießen geht's da. Bei Khorne, bei Slaanesh ist es ja eben eher so, dass ja, dass das Duell an sich dann die wichtige Sache ist, und da kämpft man dann gerne auch über viele, viele Stunden. Ja, die Emperor's Children sind dann eben diesem Nahkampf dann auch erlegen und haben sich dann im Slaanesh ergeben. Die Night Lords, ja, kommen, vernichten Planeten, zerreißen, zerfetzen die, ja, die Loyalisten beziehungsweise die Rebellen. Also sie kommen mit einem unglaublichen, aggressiven Wutschrei auf den Planeten, vernichten halt alles, und danach wächst da auch kein Gras mehr. Konrad Kurze, wer ein bisschen mehr zu ihm wissen möchte, der sollte am besten mal in das Video von Raikir blicken. Das werde ich auch nochmal verlinken. Der kann euch ein bisschen mehr zu den Night Lords und auch zu Konrad Kurze erzählen, finde ich. Boah, ja, müsste man dann mit der Death Watch hat das wenig dann zu tun. Man kann dann später ja auch noch in der Black Crusade, da gibt es ja noch ein eigenes Regelwerk, wo man dann die Verräter Marine spielen kann. Also wer da noch ein bisschen mehr reinlesen möchte, der kann das da gerne tun. Ja, Night Lords, ich finde sie ein bisschen schwierig. Ihr könnt ja die Vampir-Helme dann auch sehen. Vampir-esque, würde ich mal sagen. Ich kann mit ihnen nicht so viel anfangen, haben definitiv nichts mit meinen Lieblingen zu tun. Man hat natürlich nicht nur Lieblinge bei den Loyalisten, sondern eben auch bei den Verräter Marines. Die werde ich euch gleich mal zeigen, was dann so mein Favorite ist. Aber ja, Night Lords, Konrad Kurze, Explosion, viel Gewalt, viel zu viel Gewalt und dann mit Einschüchterungsversuchen. So fing das bei denen alles an. Die World Eaters. Ja, mit denen kann ich auch nicht so viel anfangen. Viel Korn, viel Blut, viel Gewalt, Wirbel des Chaos. Die Geschichte von den World Eaters solltet ihr euch dann, wenn es euch interessiert, auch mal in der Wiki anlesen. Man kriegt ja so einen kleinen Überblick, was da mit Angron passiert ist, warum der im 30. Jahrtausend dann abgefallen ist. Wird dann natürlich auch alles in der Horus Heresy dann erklärt. Auch dazu dann eine Rezension auf meiner eigenen Homepage bei frostypenandpaper.de, wo ich jetzt nach und nach anfange, dann das 30. Millennium dann aufzuarbeiten, aber Angron dann, ja,
Auf der anderen Seite von Slaanesh dann der Blut für den Blutgott anbetende, also der dann den Khorne auf seinem Schädelthron verehrt. Die Death Guard. In der Umarmung des großen Nurgle verspüre ich keine Angst mehr. Denn durch seine pesterfüllte Gunst bin ich zu dem geworden, was ich einst fürchtete. Der Tod. Die Death Guard ist meine Lieblingseinheit, eine meiner Lieblingseinheiten. Ich bin unglaublich großer Fan von Papa Nurgle, der mit seinen Geschenken dann viel, viel Freude bringen kann. Wer mehr zu Nurgle und seinen Geschenken wissen will, auch da nochmal der Hinweis, dass ich einen Roman von der Death Guard rezensiert habe, auch mit Zitaten aus dem Buch, mit lebenden Schiffen, die dann wuchern, wachsen. Und warum die Death Guard eigentlich so sehr konstituiert ist und nicht tot zu kriegen ist mit ihren Verschleimungen. Es ist einfach nur ekelhaft, aber ja, wer auf diesen Body Horror steht, und das tue ich so ein bisschen, der kann sich dann noch mehr zur Death Guard und zum Mortarion ansehen. Sehr geil. Die Thousand Suns wirken so ein bisschen ägyptisch auf mich, sind allesamt Magier, die Magnus dem Roten angehören. Viele von ihnen sind gestorben, sahen dann nur noch leere Rüstungen, die dann unter dieser Servorüstung stecken, also nur noch Geister, die dann dahinter sind. Es gibt natürlich auch noch einige, die dann auch noch einen Körper haben, aber ich finde sie nicht so sehr relevant oder interessant, nachdem ich dann eben erfahren habe, dass in ihren Rüstungen teilweise Geister stecken. Nicht natürlich alle, aber sie sind halt so ein bisschen die magischen Psioniker Space Marines, Loyalisten, Verräter, Verräter Marines. Ja, wer ein bisschen was mit Magnus dem Roten anfangen kann, ist natürlich ein sehr, sehr starker Psioniker, einer der stärksten neben dem Imperator, wenn man den so zählen kann. Dann solltet ihr euch bei den Thousand Suns wohl sehr wohl fühlen. Kann man natürlich auch sicherlich gut mit den Grey Knights verbinden, wenn man also dann den Grey Knights Ordensband hat und dann in dem Ordo Maleo spielt und nicht in dem Ordo Xenos mit der Deathwatch, dann sollte man, glaube ich, viel Spaß mit den Grey Knights und den Thousand Suns haben. Die Wordbearers, die Wortverkünder, so wie sie mittlerweile genannt werden von Lorgar, gehören, glaube ich, dem unteilbaren Chaos an. Also nicht so ganz Tsinch, aber schon, wenn man sich dann irgendwie für jemanden entscheiden würde, dann ja, eigentlich gehören sie dem unteilbaren Chaos an und verbreiten dann eben alles. Ist also der perfekte Orden eben, wenn man dann alle vier benutzen möchte, also eigentlich perfekt, wenn man dann die Black Crusade spielt. Wenn man sich nicht entscheiden will, dann spielt man die Wordbearers. Oder eben auch die Black Legion, aber auch zu der kommen wir jetzt. Ehemals die Luna Wolves wurden sie dann umbenannt zu den Sons of Horrors und mittlerweile ist es der dritte Name, die Black Legion, angeführt nach dem Tod vom Kriegsherrn Horus, von seinem Adjutanten, von seinem obersten Space Marine, den er dann erwählt hatte, nachdem ja, Horus selber dann gestorben ist, von Abaddon, dem Vernichter, der ja sich dann nach dem Tod von Horus die Black Legion anheimgenommen hat und dann die 13 Kreuzzüge führte aus dem Tor von Cardia heraus, und mit dem 13. Kreuzzug ist es tatsächlich gelungen. Abaddon hat dann nicht nur seine Legion vereint, sondern eben auch alle anderen neuen Verräterlegionen, hat die dann gesammelt und ist dann gemeinsam aus dem Tor von Cardia herausgeströmt, hat dann die Welt vernichtet und den Cicatrix Maledictum geformt, also diesen riesigen Riss, der mittlerweile im 42. Jahrtausend dann über uns klafft. Ja, was ich zu dem Fluff sage, gehört nicht in diese Rezension, sondern in ein anderes Video. Aber die Black Legion ist so ein bisschen die, ja, Anführerlegion, die mit am größten, auch die gehören dem unteilbaren Chaos an. Also auch da kann man alle vier Chaosgötter finden, wenn man will. Ja, Abaddon, ein unglaublich starker Anführer, der damit viel Gewalt um sich schlägt. Und die Iron Warriors, die dann so ein bisschen das Abbild, das Abziehbild von der Imperial Fist ist, also die Verräterlegion, die dann gegen die Brüder kämpft, der eiserne Käfig, erklärt dann auch so ein bisschen, wie Rogal Dorn besiegt wurde und wie dann der spätere Primarch zu einem Dämonenprimarch wurde, wie er dann eben erhoben wurde, Perturabo, der hier mit seinen Belagerungstaktiken unglaublich ekelhaft kämpft, im Gegensatz zu seinem Bruder Rogal Dorn oder dem ehemaligen Bruder Rogal Dorn, wo man dann, wie gesagt, auf beiden Seiten diese Spiegelbilder hat. Finde ich sehr interessant. Es ist auch wichtig zu wissen, warum Perdurabo gefallen ist und Rogal Dorn eben nicht, aber
All das wird dann eben auch hier auf den Seiten erklärt. Ja, ein weiteres Kapitel zu dem Ausrüstungsband, Ausrüstung des Orden, Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen, Rüstung, Ausrüstung, Ordensinsignien und Begleiter. Wer also mit einem Fenriswolf umherlaufen will oder wer seine Servorüstung ein bisschen aufbessern möchte, der findet dann in diesem Band auch die Ausrüstung der Orden. Aber bevor ich euch jetzt hier irgendwelche Wertekästen zeige, springen wir einfach zum nächsten Kapitel. Das macht gerade wenig Sinn, dass ich euch jetzt hier irgendwelche, ja, es gibt zwar ein paar Bilder, klar, aber ihr müsst jetzt keine Waffen sehen, die gibt es dann auch im ersten Grundregelwerk zu Deathwatch. Wir springen einfach weiter zum nächsten Band. Ja, der Orden bedeutet alles. Die Halle des Ruhmes, die Orden innerhalb der Deathwatch und Kampagnen und Komplikationen. Wer da also mehr wissen möchte, wie man eine Deathwatch-Kampagne aufbaut, wie man so ein bisschen mehr Fluff in die Zwischenbegegnung steckt, der kann dann hier auch nochmal nachlesen, auch wie man im Orden aufsteigt. Ja, sehr fluffig wieder alles, alles schön für die Deathwatch aufgearbeitet, wo es dann weniger um die Ordensmitglieder geht, sondern tatsächlich dann um die Organisation, um die Mitarbeiter der Inquisition und auch die Strukturen. Wer kann wem befehlen, wer kann wem nicht befehlen, was ist die Aufgabe im Jericho-Sektor und so weiter und so fort. Ja, und zu guter Letzt finden wir Verräterdämmerung, ein Abenteuer, was dann ja auch gut wäre, wenn man spielen möchte. Es gibt natürlich auch noch ein paar freie Abenteuer. Ich glaube, zwei Stück, die man spielen kann. Die sind allesamt sehr gut. Ich habe auch noch weitere Abenteuer hier herumstehen, die ich vielleicht eben nur noch einmal besprechen werde. Aber in dieser Rezension werde ich nicht auf die Verräterdämmerung eingehen. Und werde dieses Abenteuer nicht spoilern. Wer es spielen möchte, der mag sich dieses Buch kaufen. Ja, kommen wir zur Bewertung dieses Buches. Für ein Quellenband reiche ich immer ein Zeichnung und Layout, Redaktion und Struktur, Recherche, Teil und die Bonuspunkte. Ja, Zeichnung und Layout, ich gebe 4 von 5 Punkten. Es sind viele Bilder drin, vor allem auch sehr viele farbige Bilder. Ich mag das, es ist ansonsten sehr Warhammer-esque. Das ist ja auch immer so ein Teil, den ich dann hier einbringe. Fühlt es sich wie Warhammer an und tatsächlich, ich finde die Zeichnung ziemlich gut. Sie sind dreckig, dunkel, düster, das ist genau das, was ich haben will. Ja, Layout, das ist es in Ordnung, es macht halt nicht viel richtig, nicht viel falsch, das ist komplett okay. Redaktion und Struktur gebe ich 4,5 von 5 Punkten, man hat sich hier Gedanken gemacht, wie man das anordnet. Man hat natürlich erstmal die anderen noch nicht eingebrachten Fluff-Elemente dann gezeigt von den anderen Orden der ersten Gründung, so heißt ja auch das Buch, sodass man dann alle neuen fertig bekommt. Also, was heißt fertig bekommt? Zusammen mit dem Grundregelwerk geben sie dann eben all das, was man braucht. Es fehlt natürlich jetzt noch die zweite Gründung, aber das sind natürlich dann so sehr viele Orden, die man dann in einem Buch nicht abbilden kann. Da muss man sich also ein bisschen außerhalb informieren. Ansonsten, was ich sehr schön finde, ist, dass eben auch die Verräter-Marines drin sind. Die gehören natürlich ebenso zur ersten Gründung, auch wenn sie dann eher sehr kurz abgehandelt werden. Aber sie sind drin. Ja, gehört natürlich rein. So haben wir dann eben alle 18 von 20 Orden. Was heißt alle 18? Ja, weil die anderen zwei, wie gesagt, frei bleiben. Da kann man also selber was mit anstellen. Rechercheteil auch hier 4,5 von 5 Punkten. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dann weiter zu informieren. Vor allem bei den Verräter-Marines hatte ich, wie gesagt, immer noch diesen Schleier des Unwissens, der sich darüber gelegt hat. Ich wusste nicht genau, wer gehört jetzt wozu und warum sind die jetzt alle abgefallen? Welche Gründe hatten sie? Die Horus-Heresie ist natürlich unglaublich langatmig. Ich weiß nicht, es sind über 20 Bücher, die herausgegeben sind und die eben noch weiter folgen. Und bevor ich mir die jetzt alle durchlesen muss, ist dann hier eine kurze und knappe Zusammenführung drin. Wer eben noch mehr wissen will, muss dann in die anderen Ordensbände gucken. Aber für den Anfang reicht das vollkommen. Da bin ich komplett zufrieden mit. Das heißt, Rechercheteil gebe ich auch die 4,5 von 5 Punkte. Und Bonuspunkte, ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Buch. Mir gefällt es. Ich gebe nicht ganz die 5 Punkte. Ich gebe auch wieder 4,5, sodass wir dann ganz am Ende auf eine Bewertung von 17,5 von 20 möglichen Punkten kommen. Die Empfehlung geht tatsächlich raus, unabhängig davon, ob man jetzt die ersten 5 benutzt oder eben auch die anderen 4. Das ist egal, man sollte dieses Buch eben als zweites Buch dann besitzen, neben dem Grundregelwerk. Wenn man dann auf die Abenteuer oder sowas verzichtet, sondern sich selbst welche schreiben will, dann bietet hier eben
auch dieser Band viele Möglichkeiten, viele Plot-Ideen, die dann hier gegeben werden. Es sind natürlich auch ein paar Regeln drin, das ist allerdings nicht so sehr viel. Trotzdem ergänzt es dann eben auch die anderen fünf Orden dann um wieder weitere Ideen wie den Ordenspriester von Blood Angels oder Space Wolves oder irgendwelche Anführer von den Ultramarines. Ja, also das ist in meinen Augen ein weiterer Must-Have-Band. Wenn man denn noch rankommt, ist leider sehr ernüchternd, dass zurzeit der Band nicht wirklich weiter dann vertrieben wird, zumindest nicht online als PDF. Das ist noch nicht mehr möglich. Vielleicht demnächst wieder, wenn die Warhammer 40k-Lizenz von aktuell Cubicle 7 wieder übertragen wird. Aktuell kommt man da sehr schwer ran, aber im Restpostenverkauf von Ulysses oder bei anderen Händlern kommt man vielleicht noch ran. Ist schwierig, aber wenn ihr dran kommt, dann solltet ihr zugreifen. Empfehlung geht auf alle Fälle raus. Auch wenn ihr Wrath and Glory spielen solltet, dann solltet ihr trotzdem zugreifen. Oder aber ihr seid Tabletopper, das kann natürlich auch sein. Wenn ihr da also noch ein paar Dinge wissen wollt zu der Death Watch oder aber zu den Gründungsorden, dann könntet ihr auch hier zugreifen. Selbst wenn ihr kein Pen and Paper spielt, ist das trotzdem einen Griff wert. Damit bin ich fertig mit meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.